Meine Theorie, Person A verliebt sich in Person B, genau dann, wenn A will eine Identitätsrelation zu B herstellen. Anders formuliert, A will, Zeitpunkt T1, Teil A von A nicht gleich B von B, T2, A gleich B, T1 kleiner T2. Kurz, A will, A aus A wird B aus B. Setzen wir A und B und S von A und B, und S und Zeit T sind Kategorien, in denen sich unser Denken abspielt. Die Physik zum Beispiel versucht, die Welt darauf zu reduzieren. Auch zur Identifikation von Personen werden sie verwendet. Zum Beispiel das Alibi oder Geburtsdatum und Ort in Personalausweisen. Das ergibt, A will, S von A wird S von B. A will B treffen. Daraus der Liebestest. A setzt sich nicht neben B. Und will sich mehr oder weniger zu B setzen. Let us always be together. Let us always be together. Let us always be together. Let us.